Jo, moin liebe HSV-Fans, hier auf HSV Fan Talk. Der 14. Spieltag steht an. Ja, uns erwartet der Tabellenzweite, der Karlsruher SC im Wildparkstadion gegen unseren HSV. Wie ich das Ganze sehe, wie ich die aktuelle Situation um den HSV einschätze, darüber reden wir jetzt. Bis gleich. Jo, hallo zurück. Ja, das Spiel steht an am Sonntag 13:30 Uhr. Der Karlsruher SC empfängt uns, unser Lieblingsgegner. Die mögen uns nicht. Ich weiß auch warum, hat seine Gründe, ist mir aber auch relativ egal. Es gibt Gründe, warum sie den HSV nicht mögen. Momentan bin ich selbst nicht allzu gut auf meinen Verein zu sprechen. Von daher gebe ich es denen. Lebt eure Wut, was auch immer das ist, gegen uns aus. Könnt ihr gern machen. Gebe ich euch. Ja, was ist beim HSV unter der Woche passiert? Es gab die wildesten Gerüchte bezüglich unseres neuen Trainers. Am Anfang wurde ja Ruud van Nistelrooy ziemlich heiß gehandelt, habe es hier auch als Breaking News angekündigt. Daraus ist eher Breaking Moose geworden, hat sich im Sande zerlaufen. Ruud van Nistelrooy geht zu Leicester City. Wer kann es ihm verdenken? Ist eindeutig das attraktivere Los aktuell. Einen Dauerzweitligisten zu übernehmen in der Situation ist vielleicht im Moment nicht das Attraktivste. Ja, und genauso gestaltet sich das auch. Natürlich werden keine offiziellen Namen gehandelt, deshalb ist das alles nur lose und vage, was man so liest, welche Namen da gehandelt werden, von Rydström über Raphael Wicki. Und Stand jetzt, Moment, Freitag 10:20 Uhr soll es wohl Bruno Labbadia werden. Ja, dritte Mal Bruno, warum auch nicht? Habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Also ich habe schon eine Meinung zu, aber unterm Strich ist es mir irgendwie egal momentan. Wer auch immer da als Trainer an der Seitenlinie rumturnt, es bringt ja nichts momentan. Also deshalb auch das Thumbnail mit den 11 Fragezeichen und die verlorene Mentalität. Wer auch immer dort an der Seitenlinie steht, das hilft ja nichts. Ob es nun ein Felix Magath ist, ein Steffen Baumgart, ein Pep Guardiola oder Ruud van Nistelrooy. Solange die Mannschaft nicht ihren Arsch endlich mal hochbekommt und die PS auf die Bahn, da kann da stehen, wer will. Also, ich weiß nicht, was in dieser Mannschaft los ist. Fadi und ich hatten ja mal das Thema, das wurde letztens auch nochmal angesprochen. Wir können die Spiele momentan nicht greifen vom HSV, letztens im Speziellen gegen Schalke. Aber gefühlt betrifft es allgemein den HSV. Ich kann diese Mannschaft nicht packen. Ich weiß nicht, wo ich da ansetzen muss. Von einem 5:0 bis zu einem 0:5 ist gefühlt alles drin bei dieser Mannschaft. Je nachdem, wie sie gerade Lust und Laune haben und mit welcher Einstellung sie ins Spiel gehen oder aus der Halbzeit kommen oder wie auch immer. Ja, ich bin relativ ratlos, was das Ganze angeht. Deshalb habe ich da momentan auch keine Meinung. Natürlich hätte ich mir einen anderen Trainer gewünscht als Bruno Labbadia. Vorbehaltlich, er wird es, möchte ich jetzt nichts bestätigen oder in den Raum werfen. Ich habe mir nochmal durchgelesen, die damaligen Gründe, warum Bruno Labbadia entlassen wurde, das waren ja schon valide Punkte und da hat er die Kabine verloren und die sind ihm ja auf der Nase herumgetanzt. Von daher, ob es so viel Sinn macht, ihn jetzt nochmal zu installieren. Natürlich ist viel Zeit in der Zwischenzeit vergangen, aber ich habe da keine Meinung. Ich habe einen präferierten Trainer, das wäre Raphael Wicki. Ganz einfach, weil er ein junger, ambitionierter Trainer ist, der auch wirklich anständigen Ballbesitzfußball spielen lässt. Das kommt unseren Spielern, würde ich sagen, am meisten entgegen. Aber auch das sind ja alles nur Spekulationen. Wir haben nichts in der Hand als Fan. Wir können immer nur die Ticker beobachten, gucken, ob da irgendeine News reinkommen, ob da irgendein Name, neuer Name gehandelt wird. Wie gesagt, Stand jetzt ist es Bruno Labbadia. So what? Ja, kurz zum Spiel der KSC. Zweiter Tabellenplatz. Brandgefährlich haben sich super gefestigt unter Aichner, der ja auch seinen Vertrag jetzt verlängert hat. Viele hätten ihn ja auch gern beim HSV gesehen.
habe ich mir auch keine Meinung zugebildet. Aber ja, auf jeden Fall hatte der die Ruhe, die man beim HSV nicht hat, dort eine schlagfertige Truppe auf den Platz zu stellen. Und das drückt sich jetzt auch aus in der Tabellensituation. Sie sind Zweiter, wir Achter. Natürlich sind es nur wenige Punkte voneinander entfernt. Aber unterm Strich ist es schon ganz gut, was die da aufgebaut haben. Und sie sind auch auf jeden Fall konstant, auch wenn sie jetzt vor dem letzten Sieg so ein paar kleine Ausrutscher hatten. Aber alles in allem wirkt es doch deutlich gefestigter als bei uns. Und vor allem erkennt man dort ein Konzept und die Spieler stellen nicht nach 20 oder 45 Minuten das Spielen ein. Und ja, die ziehen durch und es klappt da eigentlich ganz gut. Ja, bei uns weniger. Ihr seht ja, wo wir stecken, in welcher Situation. Die Mentalitätsfrage muss einfach gestellt werden. Es kann nicht sein, dass Spieler nach 45 Minuten denken, jetzt haben wir alles im Griff, jetzt müssen wir nur noch die Hälfte, wenn überhaupt, investieren. So viel ist es ja nicht mal. Das macht mich total fertig. Das nervt mich und das macht auch überhaupt keinen Spaß mehr, sich das anzugucken. Ja, deshalb, wer auch immer da Trainer wird, der muss ganz gehörig da in den Kopf der Spieler reinkommen. Auch wenn jetzt unsere Psychologin wohl mit auf dem Platz war, um die Jungs sich da so ein bisschen sich ihnen anzunehmen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Das ist ein absolutes Rätsel. Wir alle stehen da vorm Rätsel, wer die Lösung hat und hätte und die an den HSV trägt, würde wahrscheinlich ziemlich gutes Geld verdienen. Ich habe sie nicht, logischerweise. Ich bin nur ein dummer Fan. Ich supporte die Mannschaft, wo ich kann. Auch wenn sie mir tierisch auf den Sack geht, bin ich natürlich immer pro HSV und von daher hoffe ich natürlich auf einen Sieg. Ich gebe keinen Tipp ab, aber wie ich vorhin schon sagte, vom 0-5 bis zu einem 5-0 oder noch mehr, noch höher, wilde Spiele, ist da irgendwie alles drin gefühlt. Wenn da keine Konstanz reinkommt, sehe ich eher schwarz. So wird das nichts und ja. Wir haben noch Glück, dass wir jetzt nach so einer Negativserie so nah dran sind an der Tabellenspitze. Diese Konstellation gibt es auch nicht allzu oft. Deshalb wäre es ganz schön, wenn man jetzt endlich mal anfängt mit den Punkten, um die zu sammeln, weil sonst hecheln wir nur noch hinterher und dann wird es wieder nichts mit dem Aufstieg. Ja, das war's von meiner Seite. Bin ein bisschen angeschlagen, seht's mir nach. Ein bisschen matschig im Kopf. Deshalb wollte ich das Video schnell abdrehen. Bin jetzt nach Hause gekommen und ziehe das Ganze noch durch, lad's nachher hoch. Ja, wie seht ihr denn das Ganze? Habt ihr Hoffnung für das Spiel? Was denkt ihr, wird's ein drittes Mal Bruno Labbadia? Ist es euch mittlerweile auch scheißegal? Denkt ihr auch, die Mentalität ist das Problem? Die Einstellung zum Spiel, die Einstellung zum HSV der Spieler? Schreibt es ruhig gerne rein, können wir gerne wieder interagieren. Solange es alles in einem vernünftigen Rahmen abläuft, bin ich da gern bereit. Lasst uns da Spaß haben. Wenn der HSV uns schon keinen Spaß bereitet, dann sollten wir wenigstens unsere Laune nicht verlieren. Von daher, habt ein schönes Wochenende, auf ein gutes Spiel am Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nur der HSV.